nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nur nicht das Gesicht verlieren und am besten gar nicht rühren, gar nicht erst damit befassen, nur nicht irre machen lassen, sagte jener Herr, dem man erklärte, dass sein Fahrschein zwar in Ordnung, doch der Zug, in dem er saß, der falsche sei. Und er hub mit vielen Argumenten zu beweisen an, dass man das nicht so sagen kann. Die Gegend sei doch angenehm und auch sein Sitz sei sehr bequem. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen, nur nicht das Gesicht verlieren und am besten gar nicht rühren, gar nicht erst damit befassen, nur nicht irre machen lassen, sagte auch die Dame im Orchester, die voll Inbrunst Haydn geigte, als man im Programm schon bei Vivaldi war. Und sie wies recht ärgerlich auf ihren satten Bogenstrich und meinte selbstbewusst und froh, ihr Spiel, das läg ja sowieso auf einem höheren Niveau. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen, nur nicht das Gesicht verlieren und am besten gar nicht rühren, gar nicht erst damit befassen, nur nicht irre machen lassen. Gar nicht erst damit befassen, nur nicht irre machen lassen, sagen sich so manche, wenn sie hören, dass ein Leben ohne Christus letzten Endes in die falsche Richtung läuft. Ewigkeit, wieso denn das? Man hat doch eine Menge Spaß und freut sich über dies und das. Und ehe man sich ändern will, da ist man lieber einfach still. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen, nur nicht das Gesicht verlieren und am besten gar nicht rühren, gar nicht erst damit befassen, nur nicht irre machen lassen. Lass dich doch mal aus der Ruhe bringen, fang mal wieder an zu denken, hör auf von dir abzulenken, Gott fragt dich nach deinem Leben und du sollst ihm Antwort geben.